So, dann wollen wir los. Holen wir uns unser Heuwagen. Ein Pferd wäre jetzt eigentlich praktisch. Und Ausdauer wieder am Arsch, natürlich. So, da ist er. Da haben wir einen. Sieht auch nicht ganz stabil aus, aber naja. So, bring den Heuwagen zum Landeplatz. Nee, wir reiten lieber so. Neben der Kuh. Wie die hier liegt. Dann wieder zurück zu den Inquisitoren. Boah, die sind auch alle hier so bescheuert in dem Spiel. Boah, ich frag mich, ob ich dann auch hier neben den Quests auch noch so eine Kuh einfach mal da wegbefördern kann. Alles bereit? Wartet, ziehen wir das tatsächlich durch? Hör auf, so ein Stiefmütterchen zu sein und beweise endlich, dass sie falsch liegen. Oh ja, vergiss nicht, präzise zu sein. So, schieße den Kugelwäldler in das wilde Blau dort drüben. Ich denke, er könnte ein bisschen tot sein. Egal, was war denn das? Was war denn, dass er schrie? Das ist ziemlich unschlüssig. Nein, nein, es war eindeutig wie in Flach. Siehst du? Das macht absolut Sinn. Ja, ich denke, jetzt kann man es nicht mehr leugnen. Selbst, ja, die Erde ist flach. Lass es uns den anderen erzählen. Gut gemacht, wir haben diese Ketzerkrankheit niedergeschlagen und dabei eine gefährliche und spektakuläre Lieder ergattert. Es wird jetzt eine unserer beiden Schlüsselwaffen sein. Überraschung, Angst und die Bliede. Moment mal, das sind drei Waffen. Jedenfalls ist das alles dir zu verdanken. Betrachte dich nun als Freund der Inquisition. Oder das, dass ich beim nächsten Mal, wenn sie mich in den Steinbruch schicken, eine kostenlose Karte für eine Entlassung aus dem Gefängnis bekomme? Nein. Fertig. Wir brauchen eine Kuh. Erstmal hier verfügbar. Wir brauchen jetzt eine Kuh. Machen wir das. Ach ne, verdammt, wir wollten dafür sparen. Verdammt. Egal, jetzt habe ich halt Mist gebaut. Aber wir brauchen jetzt eine Kuh. Wo ist mein Stock? Wo ist mein Stock? Ich brauche einen Stock. Wo ist mein Stock hin? Ich will einen Stock wieder haben. So, wo müssen wir überhaupt hin? Inquisition hat hier noch eine Quest und was auch immer das ist. So. Aber wir brauchen jetzt ein Pferd. Oder eine Waffe. Keine Kutsche klauen. Geht wohl nichts. Zurück. Dann nicht. Pferd bestimmt. Pferd. Ah, da ist ein Pferd. Und ein neues Schwert. So, Kriegshuf. Pierogi.
Hier gibt es auch noch ein paar Pferde. Nice. Hier können wir auch noch was kaufen, sehe ich gerade. Haben wir denn hier? Hafer-Station. Drücke E, um diese Speicherpunkte zu kaufen. Preis 700, Nahrung und Keule, Pferd, Blitz. Nice. Nur 700, das ist nice. Oh, und das Pferd ist auch viel besser, weil der schneller ist. Ausweichen. So, ab zur Inquisition. Ich mag... Ab zu Pimperhorst. Wo war nochmal Pimperhorst? Egal, hier ist unten gleich auch irgendwo. Da, genau, da haben wir's. So, ey! Pferdchen! Blitz, komm her! Da. Lieber nicht so schnell reiten, könnte gefährlich werden. Zumindest bei unserem Glück hier. Okay. Hier sind wir zu früh bei der Brücke. So. Dann hier. Haben wir 50% Leben. Hexe bitte. Du, wir haben dich hier nicht erwartet. Aber du hast uns bestimmt auch nicht hier erwartet. Wenn es dir hilft, nachts zu schlafen, bin ich leicht überrascht. Diese unerwartete Begegnung kann nicht ungenutzt bleiben. Du hast hier, einen gewissen Ruf. Du hast hier einen gewissen Ruf. Und wir wollen das ausnutzen. Ich bin nicht dein Werkzeug. Ach nein? Ein einfaches Werkzeug, für das wir großzügig bezahlen? Du musst eine Hexe in die Stadt bringen. Dort gibt es eine herzerwärmende, hoffnungsvolle Hexenverbrennung. Oh, das ist ja süß. Nimm diesen von der Inquisition zertifizierten Hexengutschein. Zeige ihn den Wächtern am Steinbruch vor und sie werden die elende Hexe übergeben. Hier ist den Gefängniswagen nicht. Beschaffe dir einen Gefängniswagen. Wo soll ich jetzt einen herholen? Wo kriege ich jetzt einen Gefängniswagen her? Ich bin beim Gefängnis, ne? So, dann müssen wir wahrscheinlich wieder hier rüber. Hier Totenwagen wieder. Nein! Blablabla. So, das ist kein Gefängniswagen. Hätten wir jetzt überhaupt hin? Ich feiere diese Sprache übelst. Hier gibt es keinen Gefängniswagen. Wo kriege ich jetzt einen Gefängniswagen her? Hier kein. Oh, Gefängniswagen. Nice. Ja, dein Wagen gehört jetzt mir. Geh in den Steinbruch. So, da wären wir. Ich bin wegen der Hexe hier. Ich habe einen Gutschein. Gib ihn mir. Jo, stimmt so. Noch zwei Stempel und du bekommst eine Heugabel gratis dazu. Warte eine Sekunde. Kennen wir uns? Du kommst mir bekannt vor.
Ich weiß nicht, vielleicht möchtest du meine Freunde von der Inquisition fragen? Nö. Ich muss dich mit jemand anderem verwechselt haben. Bitte komm herein. Noch zwei Stempel. Hallo. Du bist die Seefrau. Kleine Welt, oder? Ich hoffe, du bist ein guter Fahrer. Ah, dich schon wieder. Gute Reise. Schönes Brennen. Oh nö. Bring die Hexe auf den Scheiterhaufen. Oh. Du bist also eine Hexe? Und du ein Lakai der Inquisition? Verdammt, nein. Die haben mich nur dafür bezahlt, dich zu verbrennen. Nichts für ungut. Nicht der Rede wert, Süßer. Ich bin Blair. Guy, ich habe noch nie eine Hexe getroffen. Oh, du hast viele von uns kennengelernt. Du weißt es nur noch nicht. Verwandelst du dich in Frösche und Scheiße? Warum sollte ich mich in Scheiß verwandeln? Sehe ich aus wie ein alternder Mann? Kannst du dich jetzt in einen Frosch verwandeln? Du bist nicht das schärfste Werkzeug im Schuppen, oder? Komm, ich bin nur neugierig. Vielleicht kann ich dich in einen Frosch verwandeln. Ja, ich denke schon. Dafür brauchst du wahrscheinlich eine Fledermausauge oder die Nasenhaare eines Knackers. Seufzt. Siehst du, deshalb brauchen wir an Schulen eine angemessene Aufklärung über Hexen. Aber schön, dass man die wieder sieht. Das war die, die nackt im See gebadet hatte. Auf jeden Fall. Wo vom Spiel auch noch schon, zumindest fand ich gut, dass vom Spiel selber auch schon mal zensiert wurde. Denn was Nacktheit angeht und so weiter, haben wir beim Cyberpunk schon sehr viele Probleme. Deswegen ist das Spiel von Cyberpunk auch 18, was das Let's Play bei mir. Gerade wegen hier dieser Nacktheit und so weiter und den scharfen Beleidigungen. Das Spiel ist hier noch irgendwie so ganz nah an der Grenze, deswegen kann ich das ja auch für alle Altersklassen noch rausbringen. Aber auf Cyberpunk, das ist sehr, sehr schwierig. Oh, Hufeisen. Ja, ich muss nur eben den kurzen Hufeisen mitnehmen, ja? Ein Skillpunkt erhalten, nice. Die Hälfte haben wir schon. Und hier ist sie, die Hure des Teufels, der Feind des Engels. Verbrenne die Hexe. Yeah, röste sie ordentlich an. Das ist das erste Barbecue meines Sohnes. Haltet euch also ran. Würdest du die Ehre haben, zünde den Pfahl an. Ich weiß nicht. Come on, Baby, light my fire. Ich würde lieber ein freundliches Gesicht am Ende des Tunnels sehen. Ja, gib mir eine Fackel oder sowas. Ich brauche eine Fackel. Ich brauche eine Fackel. Ein Stock. Irgendwas. Kommt. Ich brauche eine Fackel. Kann ich das hier anzünden? Nö. Da musst du bestimmt auf Stock gehen. Ja. Jetzt haben wir. Komm schon, Baby, gib ihr Feuer. Oh, geil, die Questbeschreibung. Hey, erinnerst du dich an unser Gespräch über Frösche? Ja, und? Ich habe gelogen, Süße. Finde mich in den Sünden. Was zum... Wo ist die Hexe? Ey, mein Sohn muss ein Feuerchen sehen. Ist mir egal, wer brennt. Lass uns den Glatzkopf verbrennen. Verbrennt den Glatzkopf, verbrennt den Hexer. Was? Oh. Warte, dann machen wir... Dann machen wir so. Hey. Richtig assig von euch, wisst ihr das? Oh nein. Da bin ich tot.
Komm, geil, du musst ein bisschen aufladen, ja? Nein. Nicht das. Das hier, ja? Aufladen, aufladen, aufladen. Aufladen, komm, komm. Das Geld. So. Ich hab nicht vor, heute zu sterben. Geh lieber, du wirst uns auch drauf gehen. Jetzt zurück zum Inquisitor, ja. Meine arme Rüstung, ey. Nun, wir müssen zugeben, dass das unerwartet war. Ja, damit haben wir sicher nicht gerechnet. Ich erwarte immer noch mein Geld. Wir mögen gnadenlos sein, aber wir sind auch ehrlich. Hier ist dein Gehalt. Wirst du sie jagen? Wen? Die Hexe. Welche Hexe? Die, die geflohen ist. Ach die, nö. Zu viel Mühe. Eine Hexe rennt weg, eine andere erweist sich als unschuldig und brennt trotzdem der Kreislauf des Lebens. Bis zum nächsten Treffen. Bitte Gott, nein. Aber 1000 Poliergold erhalten. Immerhin. So. Jetzt haben wir hier noch eine Quest. So, aber wir müssen jetzt zusehen, dass wir wieder genug Leben haben. Hier gibt es gar nichts. Da gibt es aber noch was. Was denn hier? Wenn wir das kaufen? 2500. Oh, stimmt. Das hatten wir uns letztens angesehen. Nice. Jetzt will nur noch das da oben. Ich will wissen, was das ist. Dum, 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 dum. Jetzt brauchen wir ein Pferd. Das Pferd nehmen wir. Wir nehmen das Pferd. Jo. Drücke E, um das Minispiel zu beginnen. Taxi. Was? Ein Taxi-Pferd? So. Hier ist die Wäscherei wieder mal. Brauchen wir aber nicht. Aber hier gibt es wieder Geld. Poliergold erhalten. Nice. So, jetzt will ich aber wissen, was da oben ist, finde. Das hier. Wir müssen hier jetzt nur noch geradeaus. Nice. So, die Nebenquests machen wir erstmal hier alle durch, bevor wir mit der Hauptquest weitermachen, denn die sind auch übelst spannend, übelst lustig, finde ich. Und der reitet einfach über mich. Also, ich gehe. Taxi-Fan. Ne, das ist eine Quest, die müsste aber hier sein, was wir suchen. Was ist das? Was kostet das? Sams Fischerei, drücke E, um dieses Speicherpunkt zu kaufen. Nahrung und Sperrkriege. Nice. So, dann würde ich aber sagen, wenn wir die Quest hier mal machen. Was scheint das Beamter zu sein, Herr Problem? Was? Ich wusste, du kommst. Du hast diesen Blick in deinen Augen, der sagt, ich bin gut im Töten von Menschen. Ich mag Geld und ich bin auf der Suche nach Ärger. Wow, meine Augen sind gesprächiger als ich. Was hältst du von etwas Grasdealen? Ich habe eine Erfahrung damit. Du hast also etwas Erfahrung. Gut. Ich muss es dir nicht wie einem Kleinkind erklären. Hier ist eine Liste der Kunden, die bereits bezahlt haben. Zerstöre den Karren nach der Arbeit. Der Grasgeruch lässt sich nicht wegwaschen.
Du bekommst das Geld, wenn du wieder hier bist. Vergiss nicht, möglichst unauffällig zu bleiben, während du die Leute so high wie möglich machst. Okay. Ja, lauf erstmal im Kreis, genau. Heile das Gras, meide die Wachen. So, wo muss ich hin? Okay, Wachen meiden. Da ist bedauerlicherweise eine. Muss ich auch stark auf die Minimap achten. Ja, wo ist der blaue Pfeil hin? Ah, da. Da ist wieder eine Wache. Ich hoffe, der biegt hier nicht ab. Wir können weiter. Wo müssen wir hin? Oh, bis vor die Toren der Stadt? Ne. Kommen wir nicht an Wachen vorbei, ey. Zwischen den, ich nenne das mal Gassen. Ach nö, muss ich in die Stadt? Nö. Aber komm, da werden wir definitiv an Wachen rumkommen. Da ist schon mal einer. Da ist schon der nächste. Immer die Minimap im Auge behalten. Wie komme ich am besten da rüber? Am besten hier und dann irgendwie versuchen, hier mal zu schauen, um dahin zu kommen. Oder wir nehmen den Eingang hier, den Seitengang. Ja. Du Kumpel, ich habe die Goodies schon von weitem gerochen. So. Hier etwas Gras, meide ein paar Wachen. Wie jetzt, wo muss ich jetzt hin? Ne, ins nächste Viertel. Aber da scheint die Wache weg zu sein. Wo können wir jetzt hier entlang? Schnell hier lang. Bischof. Gott segne dich, mein Sohn. So. Heal noch etwas Gras. Mal noch ein paar Sachen. Ne, wo muss ich jetzt hin? Natürlich zum Hafen. Natürlich. Dann gehe ich aber darum. Nein, 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 nein. Ossefahr, das war ein Versehen. Hey, du, was ist das für ein Geruch? Bleib stehen. Nein. Lass mein Wagen heile. Steigen. Jetzt abwarten, bis die weg sind. Ey du, was ist das für ein Geruch? Bleib stehen. Ja. Boah. Ey du, was? Ja, ja. Dann machen wir Folgendes. Nimm's auch vor, ist das in der Nähe irgendwo. Irgendwo hier oben war das. So, ach ne. Da hinten war was. Aber lass den Wagen heile, ja? Lass den Wagen heile.
Heile lassen, habe ich gesagt. Oh, das Musikstück. Nein. Nein, 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 nein. Schnell weg von dem, schnell weg von dem. So. Hier war irgendwo Musikstück. Den nehmen wir auch noch mit. Ja. Und da ist ein Hufeisen. Nice. Nice. Ich glaube, bald haben wir alle. Schnell von der Wache da weg. Ach nö. Weg. Hm. Noch ein Weg in die Stadt rein? Nö. Wenn man es der Wagen wieder heile. Oh, wieder eine Wache. Was ist mit denen? Wir warten einmal kurz ab, gucken, welche Richtung. So, wir müssen umdrehen. Wehe, du biegst jetzt hier ab. Der geht weiter. Weiter, weiter. Da ist das Tor. Hey, ach nö, da kommt wieder einer. Da. Warum muss der jetzt in diesen Weg nehmen? Hier muss doch irgendwo ein... Ja, hier ist ein Weg. Aus dem Weg! Das ist das letzte Mal. Mensch, du bist mein Engel, mein Ein und Alles, mein Ritter in glänzender Rüstung. Ich liebe dich, bitte. Hab Babys mit mir. Was? Viele noch mehr Gras, meine noch mehr was. Wie viel muss ich jetzt noch dealen? Wo ist denn der nächste? Da hinten. Och nö. Ich will, dass die Mission vorbei ist. So. Kann ich hier einfach durch ohne. Ja. Hier ist Panik. Da ist wieder eine Wache. Hier ist die Brücke. Ja. Muss hier durch. Komm. Was? Ey, Arschgesicht. Das ist unser Revier. Gib uns das Geld, lass den Karren stehen und vielleicht stechen wir dich nicht ins Gesicht. Ihr seid Herbsthandlanger, nicht wahr? Erkennt ihr mich nicht, ihr Volltrottel? Hey, wir werden deine Eingeweide in einer Sekunde kennenlernen. Hey. Weißt du das? Komm. Schnell, den muss ich erstmal aufladen, okay. Nein, nicht die Karre. Wie bin ich jetzt losgeworden? Oh oh. Gut, die Wache ist weg. Kann ich jetzt schnell wieder aufsteigen? Und dann machen wir die Mission noch eben zu Ende. Ähm.
einmal hier. Ey, hallo, du bist im Weg. Boah. Ich glaube, das ist jetzt wirklich das letzte Mal. Hier wegen Gras hier rumfahren. Ich bin kein guter Dealer. Hä? Oh, da hinten rum. Boah. Leute. Ihr seid im Weg. Wisst ihr das? Aus dem Weg. Ich muss hier durch. Oh, hier gibt es ein Schwert. Gut zu wissen. Schnell an die Wache vorbei und jetzt hier. Ja. Bist du nicht etwas alt? Hey, ich bin 40 und atme irgendwie noch. Ich brauche etwas, das mich in diesem Drecksloch auftrappelt. Wird es jetzt Ende? Park den Karren in der Wildnis. Ja. Schnell hier raus. Hier geht's so. Hier komme ich nicht durch. Da muss ich durch. Und dann, sobald wir hier sind, meiden wir die Straßen, sobald wir draußen sind. So. Möglichst die Straßen meiden. Ach nö. Ach, wir sind immer noch in der Stadt. Ihr könnt jetzt hier ganz locker flockig hier die Straßen meiden. So, wäre schon in der Wildnis. Jetzt muss ich irgendwie einen anderen Weg hier rausfinden. Wo bin ich überhaupt? Ich bin hier. Ich muss jetzt einmal hier so rum. Ach nö. Wasser, 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 Wasser. Schnell da noch. Aber jetzt habe ich Angst, dass hier eine Wache kommt. Genau. Genau das passiert. Genau das passiert jetzt. Bitte, hier kommt jetzt auch keine Wache. Keine Wache, bitte. Was meinen, ja? Nö. Und wieder einer. Wir warten, bis er weg ist. Kann das sein, dass er mir hinterherläuft? Ne. Läuft weiter. Der Wache hier rum vorbei, an der Mauer entlang, ja. Darf mich nur nicht riechen. So, hier weiter lang, genau. So, da rein. Ach, wir sind wieder hier. Den Holzfäller. So. Da ist die Wache. Zerstöre den Karren. Komm, rennen!
Jetzt brennt es. Ich muss wieder zum Kräuterhändler, wenn ich Zeit habe. So. Jo. Und vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge. Und ciao. From a baboon's bar.